Hey, ich bin's Martin und in diesem Video packen wir mal das iPhone 10 aus. Vor uns haben wir hier natürlich schon einmal die Box mit dem iPhone-Schriftzug auf den Seiten und natürlich auch dem Apple-Logo auf Ober- und auf Unterseite. Und auf der Front, da ist schon in der großen Darstellung einmal das iPhone 10 abgebildet. Auf der Rückseite, da stehen dann noch einige Informationen, aber das sollte uns jetzt nicht weiter interessieren. Ich würde sagen, wir ziehen einfach mal den Deckel von der Box herunter. Und da sehen wir schon den Schriftzug Designed by Apple in California und dann nehmen wir das Täschchen hier einfach mal raus. So, da gibt es einmal den Hallo-Schriftzug, dann steht hier Bonjour. Ansonsten befindet sich hier noch ein SIM-Eject-Tool und damit kann man dann eben eine SIM-Karte einsetzen. Ich würde sagen, das legen wir jetzt aber erstmal zur Seite und dann schauen wir mal, was uns hier schon anlächelt. Das ist nämlich schon das iPhone 10 selbst und das holen wir einfach mal hier aus der Box heraus und da sehen wir es schon, aber nach guter Unbox-Manier legen wir es natürlich erstmal zur Seite. Das wäre zuerst einmal das 5-Watt-Netzteil, das Apple ja eine ganze Zeit lang mit in die Box gelegt hat und dann haben wir hier noch die normalen EarPods und zwar sind die mit Kabel und unten dem Lightning-Anschluss und dann haben wir hier noch das Lightning-Kabel. Das Ganze befindet sich hier nicht original verpackt in der Box, da das Smartphone hier eben gebraucht gekauft ist. Trotzdem würde ich sagen, der Zustand der Box und des Inhalts ist ja auf jeden Fall erstmal ganz gut. Allerdings habe ich natürlich noch nicht das Smartphone von genauerem betrachtet und das machen wir jetzt einfach mal. Hier haben wir das gute Stück. Ein iPhone 10 mit 64 GB in Schwarz. Wie ihr hier sehen könnt, ist das Gerät in einem echt ganz guten Zustand. Der Rahmen, der sieht echt in Ordnung aus und ja, ich kann auf den ersten Blick keine großen Beschädigungen oder Kratzer sehen. Und auch die Front sieht erstmal ganz gut aus. Und ich würde sagen, wir schalten das Smartphone jetzt einfach mal an. Da war gerade das Apple-Logo zu sehen und schon haben wir hier ein Menü, in dem wir das Gerät eben hier einmal einrichten können. Und wir sehen schon eigentlich, die Front sieht auch unbeschädigt aus und wir haben hier keine auf den ersten Blick großen Kratzer. Aber was natürlich sehr auffällig ist, vor allem im Vergleich zu den älteren iPhone-Modellen vor dem iPhone 10, ist natürlich die große Notch hier oben. Diese Einkerbung über dem Display und das ist natürlich gerade, wenn man das Smartphone aus der Box holt, sehr auffällig. Allerdings vermute ich, dass sich das Ganze ja mit der Zeit regeln wird und dass man sich eben daran gewöhnt. Ich würde sagen, das Smartphone, das richte ich jetzt allerdings erstmal ein und ich melde mich dann mal, wenn das Ganze geschehen ist und berichte euch mal von meinem ersten Eindruck. Ich habe das iPhone 10 jetzt erstmal für einen Tag verwendet. Und eins kann ich definitiv sagen, es gibt einen großen Unterschied zum iPhone 7, das ich davor als letztes iPhone getestet habe. Und ja, das war glaube ich damals bei der Vorstellung allen klar, dieses Gerät wird eine neue Generation und ein neuer Sprung im Vergleich zu den alten Generationen sein. Das fing damals schon beim Design an, das jetzt von Grund auf erneuert wurde. Man hat hier eine Glasrückseite mit Wireless Charging. Das Kameraelement sieht ganz anders aus als noch beim iPhone 7 oder beispielsweise den 8er Modellen. Wir haben einen sehr premiummäßigen Rahmen hier aus Hochglanz-Edelstahl und auf der Vorderseite, ja, da haben wir eben das neue Display. Zumindest zu dieser Zeit war es gänzlich neu. Die größte Änderung, die ist wohl, nun ja, die Notch, das kann man ja definitiv hier vorne sehen. Das ist die Einkerbung im Display und gerade am Anfang braucht man eine Weile, um sich daran zu gewöhnen. Eine weitere wichtige Sache ist natürlich die Software und das ist in diesem Fall hier iOS 15. Das heißt, man kann hier immer noch die neueste Softwareversion erhalten und das ist natürlich eine der Vorteile von Apple-Geräten, dass sie eben ewig lange noch neue Software-Updates bieten. Und das gefällt mir natürlich auch sehr gut, denn so bleiben die Geräte natürlich langlebig. Ja, was kann ich noch so zum Gerät sagen? Es liegt auf jeden Fall sehr gut in der Hand und fühlt sich auch echt hochwertig an. Das muss man im Gerät wirklich lassen. Also es fühlt sich an wie ein Premium-Smartphone, was es ja damals auch war mit 1000 Euro beim Marktstart. Und man kann sagen, dass das natürlich, ja, im Auge des Betrachters liegt, ob das gut ist oder nicht. Allerdings gefällt mir die Haptik sehr, sehr gut. Und wenn wir gerade dabei sind, wir haben auch eine super Taptic Engine, also den Vibrationsmotor, verbaut. Übrigens ist das iPhone 10 das erste iPhone mit Face-ID-Sensoren. Das heißt, hier ist eine Infrarotkamera und wenn ich das Gerät eben entsperren möchte, dann erscheint hier oben dieses
Lock oder beziehungsweise dieses Schloss. Und wenn meine Augen eben nicht auf das Display gerichtet sind oder verschlossen sind, dann ist das Schloss eben noch zu. Und wenn ich sie dann öffne, dann ist es offen. Und jetzt kann man ganz einfach auf das Gerät zugreifen und zum Beispiel auch seine Passwörter abrufen. Das Ganze funktioniert in unterschiedlichen Anwendungen und ist auf jeden Fall eine sehr nützliche Sache. Und die Alternative zum Fingerabdrucksensor, der ja noch bei den Vorgängermodellen hier unten auf dem damaligen Home-Button verbaut war. Und dieser Platz, der jetzt hier gespart wurde, der wird natürlich jetzt für das Display verwendet. Und es ergibt natürlich eine Menge an Sinn, diesen Platz hier jetzt für das Display zu verwenden und dann eben nur noch hier oben mit der Notch leben zu müssen, die dann den Infrarotsensor enthält. Die Kamera des Gerätes, die war damals auch eine relativ große Attraktion. Und was hier besonders auffällig ist, ist der Porträtmodus, den wir mittlerweile ja eigentlich in jedem Smartphone finden können. Und das ist natürlich ein Feature, was auch damals ja schon relativ viel Aufsehen erregt hat. Denn dieser unscharfe Hintergrund bei den Bildern, das waren natürlich Dinge, die hauptsächlich DSLR-Kameras vorenthalten waren. Und deshalb kann man eigentlich sagen, das iPhone 10 machte einen richtig großen Schritt in Richtung professioneller Fotografie und brachte somit die Smartphones auch ein ordentliches Stück weiter an bessere Kameraqualität heran. Ansonsten würde ich sagen, das ganze Gerät ist halt ein iPhone. Man hat hier die typische iOS-Software, wie ich es euch ja erst schon erwähnt habe, iOS 15. Man kann hier beispielsweise Widgets hinzufügen und das Apple-Ökosystem mit AirDrop und Co. nutzen. Und man hat hier im App Store ganz verschiedene Apps, die man sich eben herunterladen kann. Das Ganze funktioniert eigentlich problemlos und ich hatte bis jetzt keine Ruckler oder großen Probleme. Eine ganz interessante Sache, die bei gebrauchten Geräten auftritt, ist natürlich, dass der Batteriezustand nicht mehr auf 100% maximaler Kapazität liegt. Und da ich dieses Smartphone hier eben auch gebraucht gekauft habe, liegt die maximale Kapazität nur noch bei 87%. Das ist nicht sehr wenig, aber auch nicht sehr viel. Und um ehrlich zu sein, reicht es mir von früh bis spät auf jeden Fall über den Tag. Allerdings habe ich auch schon bessere Akkulaufzeiten erlebt und naja, gerade unter Anbetracht der Tatsache, dass das Gerät eben schon 5 Jahre alt ist und auch schon von einem Vorbesitzer gebraucht wurde, ist der Akku eben nicht mehr der beste. Allerdings werde ich das in den nächsten Wochen nochmal etwas intensiver testen. Ich würde allerdings sagen, ich werde das iPhone jetzt mal ganz genau unter die Lupe nehmen, viele Fotos machen, den Akku nochmal an seine Grenzen bringen und auch den Prozessor mal etwas ins Schwitzen bringen und das Gerät eben jetzt als Hauptsmartphone verwenden. Und ich freue mich auch schon, das Ganze dann in einem Review für euch zusammenzufassen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert also auf jeden Fall gern diesen Kanal. Und falls euch diese Serie, in der ich alte iPhones teste, gefällt, dann lasst diesem Video auf jeden Fall gern einen Daumen nach oben da. Ich würde jedenfalls sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und bis bald.